Wir haben das Gesicht von Uli Hoeneß gestern gesehen, der ziemlich entsetzt war. Du hast Uli Hoeneß getroffen. Ich habe ihn in der Halbzeit getroffen, ja. Und? Ja. Er sah genauso aus. Schon. Er sah genauso wie er aus, er wollte es nicht sagen. Nein, er war, hat er gesagt? Er hat zu mir gesagt, hört mir alle auf jetzt mit taktischen Dingen und so weiter und so fort. Man sieht doch, ne, das liegt in einer Einstellung oder beziehungsweise sie laufen nicht und ne, sie tun nicht genug einfach. So, er hat einfach den Einsatz vermisst seiner Mannschaft. Ja. Also halten wir mal fest, also die Aufstellung hat nicht gestimmt. Die Einstellung aktuell stimmt bei Bayern nicht. Die Qualität der Spieler ist eigentlich da, aber sie bringen es nicht auf den Platz. Woran liegt das? Ist es dann so, dass die Spieler Thomas Tuchel nicht verstehen? Dann kommen wir wieder auf diesen Punkt, Thomas. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber sehen wir nochmal aus Frankfurter Sicht. Die hatten total, also nicht Bammel vor dem Spiel, aber Ehrfurcht. Die hatten die Bayern und nächste Woche haben sie Leverkusen. Die haben gesagt, okay, wir haben auch gerade keinen guten Lauf. Ja? Andererseits haben sie dann gesagt, okay, wenn wir gegen Bayern jetzt spielen, ne, das ist natürlich auch eine Chance, da vielleicht wieder rauszukommen. Ne? Mhm. Mit einer guten Leistung und mit einem guten Spiel. Also die haben das angenommen. Bei den Bayern war es alles lethargisch. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe sie selten so gesehen, muss ich wirklich sagen.